Herzlich willkommen zurück zu Wildflowers. Ja, wir haben Montag. Oh. Unser Honig ist fertig, aber wir wollen ihn nicht einsammeln. Wir wollen irgendwie wieder irgendwas anderes hier anvisieren und nicht das, wo wir eigentlich vorstehen. Ich hasse es wirklich wie die Pest. So, da können wir noch einmal gießen. Dann die Baumwolle müssen wir auch nochmal gießen. Und das sind alles Bäumchen, ne? Das ist auch ein Bäumchen. So. Ich gehe mal stark davon aus, dass wir hier noch nichts machen können. Oh, ist alles fast 12 Stunden. Ja, stimmt, wir haben es ja abends reingetan. Das heißt aber, liebe Kitty, dass ich heute die Sache mit der Werkstatt machen kann. Ich hoffe, dass der normale Geschäftszeiten hat. Ah, wunderbar, wunderbar. Ein Kaulbarsch habe ich auch bekommen. 7:30. Ja, ist, glaube ich, noch ein bisschen früh. So früh sind die alle noch nicht auf den Beinen da in der Stadt. Deswegen sammeln wir noch mal eben schnell was ein. Ach so, ich habe keinen Trank mehr. Wieso habe ich keinen Trank mehr aktiv? Ich dachte, das wäre der letzte Tag. Temposchubzauber. Ja. The time for Bitte. walking slow has passed. Lighten my feet and make me fast. Genau. Ohne kann ich doch nicht mehr. So, eine Mandel haben wir. Was haben wir denn noch hier? Hier sehe ich jetzt gerade nichts. Wir gehen erstmal kurz hier gucken. Ah, das ist noch was zum Ausbuddeln. Geld. Geld ist immer gut. Geld können wir immer sehr gut gebrauchen. Geld oder Fisch. Wodurch wir dann wieder Geld machen können. Da fällt mir ein, müssen wir eigentlich wieder Mehl holen? Oh, aber wir müssen auf jeden Fall Beeren wieder sammeln. Brombeeren. Sehr gut. Dann können wir die anderen, die Heidelbeeren oder was das war, nämlich auch sammeln. So, Madame hier von der Wetterstation, Forschungsdingsbumsstation, ist aktuell nicht da. Hier müsste man doch eigentlich auch ein schönes Foto machen können. Das wäre so ein schöner Hintergrund für so ein verliebtes Pärchen, so wie der Wolf. Ich hätte gerade Thomas fast gesagt. Ich habe den Namen gerade vergessen, wie peinlich. Total drauf versessen, da mal eben 2 Tage oder so nicht mehr gespielt und schon hat man den Namen vergessen von seinem zukünftigen Ehemann. Gut. Köder haben wir auf jeden Fall noch. Den großen einmal bitte. Natürlich nicht. Hallo. Der große Fisch möge einmal anbeißen. Dankeschön. So, dann haben wir noch 2 Sachen zum Ausbuddeln. Geld, Geld, Geld. Sehr schön. Und nochmal Geld. Okay. Ich hatte gehofft, dass im letzten dann doch mal ein Rezept drin ist. Aber gut, Geld ist natürlich auch super. Können wir nicht genug von haben und wir brauchen auch ganz, ganz viel, um noch weitere Hühner und so weiter zu holen. Ich glaube, die sind noch am Schlafen. Ich glaube, ich sollte erstmal eben mich um meine Tiere kümmern. Wieso frisst das andere Huhn eigentlich nicht mit, wenn ich das eine fütter? Ich meine, da liegt doch genug auf dem Boden rum, oder? Aber so schlau sind die Hühner nicht. Ich meine, gut, bei den großen Augen. Ich meine, die sehen unheimlich intelligent aus, die Hühner, ne? Ich habe nichts Falsches gesagt, hoffentlich. So, aber zum Liebhaben reicht es auf jeden Fall. Sehr schön. Und eine Hühnerfeder habe ich auch noch bekommen. Na, du kleines Knäulchen. Federknäulchen. Ich möchte auch gerne die Schmetterlinge endlich mal fangen können. Ja, obwohl, hier können wir die Schmetterlinge ja schlecht verkaufen. In 2 anderen Spielen können wir die verkaufen. Dinkum zum Beispiel, was ich demnächst auch streamen werde. Da kann man die nämlich verkaufen. Aber leider habe ich im Moment noch nicht so die Zeit gehabt, um zu streamen. Ich wollte es eigentlich diese Woche, beziehungsweise letzte Woche, wir haben jetzt schon wieder Mittwoch, ach du Schande.
wollte ich es eigentlich gemacht haben. Ich weiß nicht, ob ich diese Woche zeitlich jetzt dazu komme. Na komm. So. Ich weiß auch noch nicht genau, wie und wo ich das dann machen werde, wenn ich streame. Weil das Problem ist halt, ich möchte auf YouTube weiterhin Qualität bringen. Und da möchte ich dann nicht irgendwelche Streams bringen, die dann, ja, eben nicht ganz so hochleistungsfähig sind wie die Videos. Es kommt natürlich aufs Spiel an, sagen wir es mal so. Wenn das jetzt sowas ist wie Dinkum, das ist natürlich jetzt nicht so die mega tolle Grafik. Dementsprechend, ja, bin ich am Überlegen, ob ich das eventuell dann direkt hier machen soll, auf YouTube. Es kann aber auch auf Twitch sein. Also, wenn ihr mir auf Twitter folgt, dann werdet ihr es auf jeden Fall mitbekommen, weil da werde ich es auf jeden Fall rechtzeitig ankündigen. Leider kann ich sowas immer nur relativ spontan machen, weil ich nie so genau weiß, ja, wie das dann aussieht wegen meiner Tochter, wo sie dann gerade ist oder, nee, dies machen wir hier nichts. Thomas, hallo. Was machst du denn? Thomas ist gar nicht zu Hause. Das ist das erste Mal. Naja, okay, das erste Mal nicht, aber es kommt selten vor, dass Thomas nicht zu Hause ist. Das muss man ja ganz ehrlich sagen. I'd call Fairhaven a one-horse town. But when you think about it, we lack even the equines. Ja, aber um das mal so zu sagen, Hasen habe ich ja auch noch nie gesehen, ne? Gut, dann kaufen wir nochmal zweimal Heu nach. Und wir haben jetzt im Moment 3 Hühner. Da würde ich fast schon sagen, gucken wir, dass wir immer so 30 haben, dass wir für jeden 10 haben. Wie viel brauche ich jetzt für die Quest? Moment, da muss ich jetzt nochmal gucken. 1500, das heißt 1200 hätten wir rein theoretisch übrig. das wäre dann genau ein Schaf. Oh, ihr seid so gemein, Leute, ganz ehrlich. Also die Wolle will ich auf jeden Fall haben, wobei das Schaf... Here's your animal. Ach, jetzt wird's schwarz. What would you like to call? Ach nee, ich wollte ja gar kein schwarzes, ich wollte ja ein weißes. Dinner ist vielleicht nicht so... Moment, wieso ist das... War das braun, das andere? Ich bin mir gerade nicht sicher. Dinner, also Mandy ist vielleicht ein ganz schönes für ein Schaf, aber Lady, Mitternacht. Ja, das eine habe ich Schneeflocke genannt, obwohl es nicht weiß ist, aber das ist schwarz, das nehmen wir Mitternacht. Well, that's not what I would have called her, but suit yourself. Doch, du bist, nein, du doch nicht, geh weg. Geh weg, lass mich mit ihr in Ruhe, alleine. Du bist eine süße Mitternacht, komm, gib's einfach zu. Eine süße Midnight. Oh. Ich werde ganz schnell ganz groß, damit du mir Wolle geben kannst. So, okay, dann sind wir auch schon automatisch hier. Oh, hier ist noch was. Das ist wunderbar, weil ich wollte nämlich wegen der Uhrzeit auch nochmal kurz nach... ich habe schon wieder den Namen vergessen. Also zum Feenteil. Sehe ich natürlich hier auch schon wieder einen Fisch. Muss ich dran denken, dass ich vorher dann nochmal Fischstäbchen mache. Quick! Ja, mit sowas Kleinem wie dir kann ich keine Fischstäbchen machen. Nee, nee. Gib mir mal den Großen. Das hat er gehört und möchte er nicht. Okay, verstehe. Oh, haha! Gotcha! So. Dann können wir rüber. Wir haben Montag. Das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall auch... Hi, Wesley! Genau so heißt du. Jetzt weiß ich es wieder. The best secrets become stories. So many of our legends are secrets echoed amongst time. Ach so, nee, wieso gehe ich eigentlich auf Kaufen? Ich will auch gar nichts kaufen. Ach, Mann, was muss ich denn tun, damit ich dich irgendwann heiraten kann? Das ist oben. Er hat zu. Oder war das eins weiter? Es war eins weiter, aber er hat trotzdem zu. Wahrscheinlich hat er montags geschlossen. Ach, die stehen beide hier. Du hast Blätter im Haar. Wusstest du das? How many years do you have, Wildling? Me? I'm 28. How old are you? 5. You're 5. 5 centuries. Okay. Die ist doch keine 28.
Are the humans staying clear of the Coven Circle? It isn't safe for them. If you see anyone who isn't a witch pass through the brambles, you must tell me, Witchling. Also wenn die 28 ist, dann ist diese eine Freundin, bei der ich immer das Mehl kaufe, da muss sie doch schon über 40 sein, so wie die aussieht. Jetzt ist die auch nicht da. Naja gut, wenigstens konnte ich mit 3 Leuten reden, immerhin. Ist auch schon mal zumindest ein Fortschritt. So, jetzt müssen wir aber ganz schnell erstmal zum Werkzeugtypen gehen. Zur Werkstatt, so. Mit dir kann ich noch kurz reden, damit ich das hinter mir habe. Also, das hört sich jetzt gemein an. Kai is such a flirt. Luckily, by the time I moved here, I knew not to take guys too seriously. Naja, gut. Ihn darf man auch nicht zu ernst nehmen, aber es ist doch ein netter Kerl. Also, das hat sie schon richtig erkannt. Ach komm, wir nehmen jetzt die ganze Brigade hier noch kurz mit oben. Another day, another viral pastry combination idea. Baked bean beignets. Savory, sweet, beantastic. Ew. What? It has merit. I might have to workshop the flavor some, but alliterative names are all the rage. Mhm, das hat ja letztes Mal schon so super funktioniert. Stimmt, mit ihm müssen wir gar nicht sprechen. Weil wir da die Freundschaft schon voll hatten. My wife Vanessa is an amazing teacher and first lady of Fairhaven. She's too good for me. I'm kidding. Why? Have you heard anyone say that? Ach Otto, ach Otto. So, Moment, die sitzt auch schon wieder hier drin. Did you grow up here? Me? No, I'm from Milkwater, the town right across the ferry. Fairhaven may not be as big as Milkwater, but I think that adds to its charm. I like to think of Fairhaven as a work in progress. I'm sure the residents really appreciate that. Auch irgendwie eine seltsame Antwort, aber okay. Werkstatt, Werkstatt, Werkstatt. Lass uns reden. Bevor wir irgendetwas machen, Moment, möchte ich das Gemüsebeet? Ja. Let me get my wheelbarrow and I'll be right over to set up your new patch. Should only take a day or so. Sehr schön. Ich möchte aber trotzdem noch kurz reden. Have you checked out the Consciousness Center yet? We accept everyone, even people whose families didn't come over on the Mayflower. Imagine that. Okay, okay, Parker, jetzt fang endlich an. Umso schneller kann ich das Gemüsebeet nutzen. Ach so, stimmt. Wir müssen ja auch noch wegen dem Bären gucken. Also nicht den Bären, sondern den Brombeeren. Hier, solche Sachen nehme ich gerne mit, wo ich nur einmal draufhauen muss und dann ganz viel bekomme. So. Bruno, bleib doch mal stehen, alter Mann. Fairhaven's changed so much, but the important parts haven't. So, haben wir hier unten noch irgendwas? Fisch, noch nie mal Fisch haben wir hier. Ich glaube, da ist gar keiner drin. Oh, eine Alraune. Sehr schön. Nein, nein. Mach die Finger davon weg und nimm das, wo du dran standest. Mein Gott. Ich verstehe nicht, dass das nicht funktioniert. Und jetzt gib mir den großen Fisch. Sofort. Als erstes. Oh, yeah! Wenigstens eine Sache funktioniert. Man muss nur herrisch daherreden und schon springen einen die Fische an der Angel. An die Angel. Ist doch schön. Shelby! Ah, goblins have always been a stalwart bunch. Zephyr's proof of that. Shelby, ich dachte, darüber dürfen wir ja gar nicht sprechen. Sind hier auch nochmal... Ja, da sind auch nochmal große Fische. Dann würde ich sagen, angeln wir hier auch nochmal ganz kurz. Damit ich dann Fischstäbchen machen kann. Wobei ich mir nicht sicher bin. Ich glaube, montags hat die nicht geöffnet. Oder wie war das? Ich meine, die hat irgendwie sonntags geöffnet, aber montags nicht oder so. Wo angelt der denn? Das ist doch gar keine Angelstelle. Na gut. Also die Bären müssen wir noch machen. Wir müssen... mal eben gucken, ob wir... Ja, genau. Heute Nacht müssen wir dann auch nochmal Mohnblumen sammeln. Das darf ich nicht vergessen. Und Beeren und Fischstäbchen muss ich noch machen. Eigentlich wäre es ja Blödsinn, wenn ich jetzt da runtergehe, wenn ich sowieso runtergehen muss, um zu gucken, ob ich die Fischstäbchen verkaufen kann. Dann kann ich eigentlich jetzt mal eben zurücklaufen.
Dann machen wir die Fischstäbchen und dann gehen wir nochmal unten zum Strand. Weil dann hätten wir zumindest schon mal ein bisschen Geld. Also falls wir die verkaufen können. Das ist natürlich auch noch so die Sache. Lehm muss ich ja auch noch holen, fällt mir gerade ein. Ich muss das für irgendwas, was ich bauen wollte, musste ich Lehm holen. Ach nee, das waren zwei. Okay, mehr nicht. Dann... Mann. Das nenne ich doch mal fleißig. Dann machen wir doch direkt mal einen Screenshot von. Damit, falls ich dann doch mal irgendwas auf die Seite schreibe darüber. Also ich habe ja schon sehr viel auf meiner Seite geschrieben. Aber das sind halt alles so Übersichten gewesen, was die essen und ja. Juliet's out of school. I wish there was a half-decent summer camp nearby. It's a good thing there's a summer festival at least. Young people need more things to do in this town. So, Moment, das ist die Ärztin. Mit dir habe ich noch nicht gesprochen. Kim's such a sweetheart. They're hiding a cuddly heart underneath the shyness. Was ist denn Caesar Schüchternheit? Ist das jetzt irgendwas Neumodisches, was ich nicht kenne? Oder haben die sich da jetzt nur verschrieben? Das irritiert mich jetzt gerade ein bisschen. Also ich denke mal, die meinten hinter ihrer Schüchternheit. So, Blaubeeren haben wir auch wieder genug. Sehr schön. Das heißt wieder genug. Wir haben da generell genug von. Wir könnten da ganze Cafés mitmachen. Thomas, hier bist du also. Warum versteckst du dich vor mir, hä? Hä? Ach, wir müssen gar nicht mehr reden. Wir müssen gar nicht mehr reden. Ist okay. Ich bin gemein, weil die sagen ja sowieso immer nur das Gleiche. Und wenn wir die Freundschaft eh schon hoch haben, dann brauchen wir ja auch nicht mal mit dem zu reden. Dann können wir das Ganze ein bisschen abkürzen. Das ist so wie, die ganze Zeit redet man mit Jungs, weil man ja irgendwann einen abkriegen möchte zum Heiraten. Und wenn man dann den Mann geheiratet hat, braucht man auch nicht mehr mit ihm zu reden. Nein, Spaß. So, welcher von euch beiden wird's? Der Kleine wird als erstes rangehen, das wusste ich. Aber welcher von euch beiden Brocken wird's, den ich da mitnehmen kann, ha? Ha? Der nächste große, den ich kriege? Oh, wow! Ah, habe ich mir schon fast gedacht, dass der das ist. Also eigentlich habe ich mir das gedacht. Okay, es ist ein Thunfisch. Ein Thunfisch. Sind die so besonders gut für Fischstäbchen? Ich bin mir nicht sicher. So, und jetzt mal direkt der Große an die Angel. Nein, natürlich nicht. Es geht der Kleinere. Das war mir so klar. Na gut. Aber zweiter Versuch. Ja. Heilige Makrele. So, dann schauen wir hier vorne auch nochmal am Strand ein bisschen. Moment. Jetzt darf ich hier wieder angeln. Nicht übertreten, bitte, Terra. Du könntest ins Wasser fallen. Und du weißt nicht, was das für Fische sind. Die sehen so ein bisschen aus, als ob das große Piranhas sind. Also halt dich lieber fern. Schon wieder Thunfisch. Okay. Zumal die sehr selten seltsame Farben haben, ne? Also mit ihrem Rosa. Oh, hi, Kai, was machst du denn hier? When I was a kid, I had to fight to catch a single wave. Now it feels more like I'm dancing with them. Oh, wir haben ein Herzchen. Kann man das? Nee, kann man so leider nicht sehen. Wir haben ein Herzchen aufgefüllt. So, hier können wir auch nochmal angeln. Oh je, oh je, oh je. Wenn ich so viel angeln kann, dann muss ich doch auch wieder ganz viele Thunfische, wollte ich gerade sagen. Ganz viele Fischstäbchen machen. Dann muss ich wieder zurücklaufen. Natürlich, das Einzige, was ich nicht haben, obwohl ich möchte eigentlich schon gern das garstige Krustentier haben. Oh, quick! Nee, nee, ich möchte gerne den anderen haben. Eigentlich ist es total egal, was ich nehme. Aber... Oh! Ja, eigentlich ist es total egal, was ich nehme. Stimmt auch wieder. Der nächste Große, da rangeht den nämlich. Oh, ja! Yeah. Aber es war trotzdem das Krustentier. Okay.
So, ich wusste, du stehst hier. Du stehst immer hier und machst so melancholische Andeutungen. It must be so strange to have a statue of your ancestors in the town square. My family might be complicated, but at least I'm not feeling the pressure of living up to a legend like that. Ja, was heißt Legende? Ich meine, man ist ja nicht seine Eltern, also von daher. So, ich möchte trotzdem nur den Großen haben. Ich weiß, dass die ersten paar Male wieder die Kleinen anbeißen werden. Oh, quick! Oh, quick. Ich hätte jetzt gedacht öfter. Okay. Auch ich darf mich mal irren. So, hier ist auch nochmal ein Großer drin. Den nehmen wir noch eben schnell mit. Dann machen wir uns nochmal Fischstäbchen und dann gucken wir, mit wem wir noch eben reden können im Dorf. Und hoffen, dass die Zeit da noch nicht rum ist. Oh, that one. Ich wollte ja eigentlich nicht den ganzen Tag mit euch hier nur angeln, aber das Problem ist natürlich, wenn ich jetzt darum... Ja, ist eigentlich egal, ob ich jetzt darum gehe oder ob ich jetzt auf der anderen Seite rumgehe. Das ist relativ gleich. So. Was ist denn... Ach so, das gehört dazu. Okay, ich wollte gerade sagen, da liegt sowas Komisches. So, na? Kommst du gut voran? Ich will morgen meine Beete sehen, ne? Nur, dass das klar ist. So. Fischstäbchen. Jetzt wird's eng. Hatte ich eine Muschel gefangen? Ich hatte höchstens eine gefunden, ne? Okay, hatten wir nicht eigentlich noch einen Trank drin? Nee, anscheinend nicht. Können wir denn noch einen machen? Achso, das ist das für die Tiere. Können wir auch noch nicht machen. Okay. Na gut. Dann werde ich jetzt erstmal ins Dörfchen gehen. Und mal schauen, mit wem ich da jetzt noch reden kann. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich sind die alle in der Kirche, aber es ist ja natürlich Quatsch. Wir haben ja Montag und nicht Sonntag. Oh, sie hat geöffnet. Sehr gut, dann kann ich zumindest neues Mehl. Apparently Juliet is learning French. So now Emmy and Finn want to learn too. This could be trouble. They'll plan their pranks in front of us and Parker and I will be none the wiser. Okay, ich bin gerade am überlegen, aber ich glaube, sie hat keinen. Nee, sie hat keinen Tee. Nee, sie wird auch keinen reinkriegen. Ich war jetzt gerade echt am Überlegen, ob sie vielleicht noch eine Alternative wäre, wo man den Tee herbekommt, aber es ist grauenhaft. Ach, kann ich gar nicht. Oh nein. Okay, 5 kann ich aber auf jeden Fall noch kaufen. Oh, das ist ja doof. Emmy und Finn used to be such tiny babies, but they're almost taller than me now. Ja, so läuft das nun mal, ne? Ganz kurz gucken. Oh, die hat wirklich zu. Och, Mann, die ist so blöd. Otto takes issue with his pa being in the bar all the time. Not my fault if we're better company. Kim. Du kleines, melancholisches Etwas. At this point, I've explored every nook and cranny in this town. Somehow, though, surprises still pop up. Ich glaube, ich habe die tatsächlich noch nie lachen sehen irgendwie in diesem Spiel. Alle anderen immer so am Lächeln, am Strahlen, sind fröhlich. Und die sind immer so, ich will eigentlich nicht hier sein, aber ich bin hier. So in der Art. Do you think if I livestreamed my sermons, anyone would watch? Also ich definitiv nicht. Okay, ja, dann finden wir die anderen jetzt gerade auch nicht. Ich hau dir hier die Tür ein, du. Aber ich wusste, dass die montags geschlossen hat. Das ist echt... Dann... Räumen fürs Fell. Gut, das mache ich ja jetzt gerade. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was ich für das andere brauche. Aber da brauche ich definitiv viel Erde auch, glaube ich, für, ne? Das können wir ja immer noch nicht machen. Moment, Eistee mit Honig und Minze? Mussten wir jetzt nicht
Minze haben wir doch. Moment, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt sag mir bitte nicht, dass wir das jetzt... Also, beziehungsweise sag mir bitte, dass wir das jetzt doch machen können. Das wäre natürlich genial, aber ich brauchte doch irgendwelche Teeblätter dafür. Jetzt bin ich verwirrt. Moment. Das war ganz unten, ne? Ja, meine ich doch. Schwarzer Tee. Wieso reden die von Minztee oder Minzblättern, wenn da schwarzer Tee rein muss? Ich meine, Zitrone, klar, die kriege ich irgendwann, das ist kein Problem. Schwarzer Tee kann ich halt nicht. Honig-Zitronentee. Können wir den nicht eventuell bei der Dings kaufen? Jetzt bin ich gerade wieder rausgegangen. Da können wir nichts machen. Ach ja, Limonade können wir ja... stimmt. Wenn wir den Zucker haben und immer Zitrone abbauen können. Ah, das ist natürlich geil. Bärensmoothie, aber dafür brauche ich Erdbeeren. Die habe ich nicht so viele von. Das ist auch doof. Erdbeeren, heiße Schokolade. Brauche ich wieder Schokolade für... Cappuccino. Achso, das ist wieder Schokolade. Früchtepunsch, da müssen noch mehr Sachen rein. Und Banane. Bananensmoothie, den könnte ich mal herstellen. Einfach mal, um zu probieren, wie viel man damit wiederbekommt. Naja, ist auch nicht so viel. Aber ist schon ein gutes Stück, sage ich jetzt mal, was wir dann wieder bekommen. Jetzt haben wir schon 12 Fischstäbchen, aber ich glaube, wir konnten jetzt noch welche machen, oder? Haben wir nicht danach nochmal... stopp, jetzt bin ich hier zu weit. Haben wir nicht danach... Nee, anscheinend nicht. Wir haben eingekauft, wo wir mit allem fertig waren. Okay. Ja, dann würde ich sagen... Ich weiß jetzt nicht genau, was wir brauchen. Ich gucke, dass ich noch ein bisschen Lehm besorge. Es ist jetzt nicht mehr viel. Oh, halt. Nein. Och, komm. Es kann doch nicht sein, dass... Nein. Wollt ihr mich hier veräppeln? Ich gehe dahin, um die Fische zu angeln. Komm zurück und die Fische sind überhaupt nicht mehr da. Geht's noch? Zumal ich ja jetzt aus Versehen da drauf gedrückt habe. Das ist ja jetzt nicht so, als ob ich da jetzt 10 Minuten rumgelaufen bin oder so. Das hat das System ja registriert, dass ich da ja rein und dann direkt wieder raus bin. Also da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, das ist wirklich lächerlich. Also da können wir jetzt noch ein Fischstäbchen mitmachen. Dann, wie gesagt, ich gucke, dass ich... Hier war hier überhaupt Leben drin? Doch, hier... Ich weiß nur ehrlich gesagt gar nicht mal, wofür ich überhaupt noch Lehm brauche. So, ich schneide das jetzt mal ausnahmsweise nicht raus. Wenn du jetzt darum drumherum gehen würdest, dann wäre das auch einfacher. So, vielleicht zweimal kann ich das noch machen. So, dann können wir auch direkt Pilze mitnehmen. Das ist gut, aber hier können wir gar kein Lehm mehr machen, oder? Na, super, okay. Dann hat sich die Sache jetzt damit erledigt. Könnten aber auch nochmal ein bisschen Eisenerz holen. Aber wahrscheinlich kommt jetzt eh wieder Kupfer. Das war so klar. Kommt eh wieder Kupfer raus. Ich weiß, ich könnte jetzt wegen Lehm noch in eine andere Etage reingehen. Aber da habe ich ehrlich gesagt gerade jetzt nicht so die Lust zu. Dann holen wir lieber Kupfer an statt Eisenerz. Na gut. So, ja, bleibt mir jetzt eigentlich nur noch eben die Mohnblumen zu holen. Also die Zeit vorzuspulen, dann die Mohnblumen zu holen. Und ja, dann sehen wir uns, würde ich sagen, gleich wieder, wenn ich ins Bett gehe. Ich sag schon mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao! Upp, da sind noch die Kinder, die nehmen wir noch schnell mit. It'd be cool if Parker bought the flower shop from Violet. He nerds out over them the same way she does stitching. At the same time, he's built me some pretty sick ramps. It'd blow to see him give that up too, I guess.
Nein. Yeah. When I told Kim I like comic books, they gave me one from Japan. It's called manga. Ooh, how are you liking it? Well, it's different from the comic books I'm used to. I was accidentally looking at it backwards until Kim showed me the right way. I haven't gotten very far yet, but I'm excited to read more. Halt! Violet! Wo gehst du hin? My father called me a few days ago. Is it messed up that I'm still angry at him sometimes? Definitely not. He missed out on spending time with some amazing people. I hope Mommy remembers to bring Peppermint home from the store. She said it's a natural way to keep spiders away. And I want them far away. Spiders give me the heebie-jeebies. So, jetzt haben wir aber tatsächlich alle. Also, gute Nacht und bis zur nächsten Folge. Ciao! Oh, am I ready for bed? Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.